Hallo zusammen, heute geht es um diese Solarregler hier, wie die eure Batterien kaputt machen. Wir haben schon länger den Verdacht, dass der Solarregler hier unsere Batterie kaputt macht. Aber es ist nicht nur unsere Batterie, es ist auch diese Batterie. Was hat dieser Solarregler hier von Frictron für eine Eigenschaft, dass er die Batterie kaputt macht? Dieser Solarregler von Frictron, der braucht Strom von der Batterie, dass er arbeiten kann. Wenn ihr ein Wohnmobil habt und ihr stellt das im Winter ein, stellt das in eine Tiefgarage, da scheint in der Regel keine Sonne, dann bringt die Solaranlage nichts mehr und der Solarregler tötet euch die Batterie. Ich habe hier ein Voltkraft-Messgerät, ich habe hier auch von Voltkraft Konrad-Messgerät, ich habe hier ein ganz billiges Messgerät. Wenn ich dieses Messgerät hier auf Null stelle und ich gehe mit dem, der Minusanschluss ist hier auf Minus und Plus ist hier, dann blinkt er hier, das ist schön, und der Stromverbrauch schwankt dann gemütlich zwischen 0,2 bis 0,3 Ampere. Gehe ich wieder Nuggel, dann sind wir wieder bei 0,2, jetzt ist wieder auf 0 gestellt. Wenn ich das Voltmeter hier dazwischen mache, das Messgerät hier, habe ich 0 und hier habe ich einen Stromverbrauch von 0,18, 0,19. Das kann ich jetzt verschiedene Arten messen. Hier seht ihr jetzt, es ist eine 0,02. Hier war es 0,25. Aber ich bin hier 10-mal rundherum gefahren, um den Messbereich ein bisschen zu ändern. Also hier muss ich ein 0. Diese Messung habe ich jetzt gemacht mit verschiedenen Messgeräten und kam zum Schluss, dass diese Regler ohne Solarzellen dran 25 Milliampere zieht in der Stunde. 25 Milliampere. Ich habe hier einen Taschenrechner. 25 Milliampere pro Stunde mal 24 Stunden. Dann ist das im Tag. Mal 30 Tage gleich 18.000 Milliampere. Das sind 18 Ampere Stunden in einem Monat. Wenn ihr also so eine Batterie zur Hälfte, egal ob jetzt die Liontron für 1000 Schweizer Franken oder die Wemo für 480 Schweizer Franken, ihr zieht hier im Monat 18 Amperestunden raus. Wart ihr campen? Ihr habt das am Wochenende noch gebraucht, die Batterie war nicht ganz voll, sagen wir zur Hälfte voll, 50 Amperestunden. Und ihr zieht 3 Monate lang 18 Amperestunden raus, dann ist die Batterie leer. Wir haben noch ein anderes Thema. Es scheint zwar keine Sonne mehr, aber wir haben hier auf dem Vordach bei uns auf dem Laden 2x 100 Watt Solarpanel. Das Kabel kommt hier primitiv runter auf diesen Regler, geht dann hier auf die Batterie und von der Batterie auf einen Einspeiseinverter. Versuchshalber haben wir hier an diesem Regler den Frictron-Regler eingebaut.
Der Fiktronregler braucht Strom von der Batterie. Hier ist jetzt ein Standard noch mit Bluetooth. Dieser Einspeiseinverter hier, der nimmt den Strom aus der Batterie. Die Panels sind zwar flach oben, da komme ich weiter dazu zu einem Video. Das heißt, der zieht die Batterie in den Nachtstunden leer. Die Batterie schaltet aus. Und wenn die Sonne kommt, regelt dieser Regler das wieder in die Batterie. Der fängt wieder an zu arbeiten. Wenn ich hier bei dieser Anlage einen Fiktronregler einbaue, zieht der Wechselrichter hier die Batterie leer. Die schaltet den Ausgang ab. Die ist also dann runtergenuckelt. Und der Fiktronregler schaltet nicht durch, weil er sagt, da ist keine Spannung dran. Es kann sein, dass sich die Spannung erholt, dann kommt er wieder. Aber in der Regel ist dann so, dass das hier in dieser Konstellation mit einem Fiktronregler nicht funktioniert, dass ich laden kann und in der Nacht oder auch schon unter Tage den Strom ins Netz reinschieben kann. Auch wenn ich diese Lithium-Batterie, ob die Liontron oder sonst irgendwas, mal abschaltet wegen Unterspannung und es kommt dann Sonne über diesen Fiktronregler, der schaltet nicht ein, weil er keine Batteriespannung hat und er kann nicht regeln, weil er Strom von der Batterie braucht. Jetzt sind wir wieder beim Camper von Anfang, halbvolle Batterie. Ich nehme den Camper, stelle den irgendwo in eine Tiefgarage oder ich mache sogar eine Plane drüber oder sonst was. Ich habe eine halbvolle Batterie, 50 Amperestunden Kapazität. Nach 3 Monaten habe ich die 15 Ampere mit diesem Regler rausgezogen. Dann ist die Batterie leer. Die schaltet ab, weil bei 10,5 Volt, jetzt spezifisch gesagt auf unserer, die anderen Batterien, anderen Lithium-Batterien sind ja dasselbe, die schalten ab. Sogar früher, weil das BMS, das Batteriemanagement-System in der Batterie ja auch arbeiten muss. Also nach 3 Monaten Einwintern vom Wohnmobil mit einer halbvollen Batterie ist diese Batterie leer. Das BMS schaltet bei 10,5 Volt aus. Das heißt, der braucht nichts mehr, es geht auch nichts mehr raus. Aber dann sind die Zellen so dermaßen leer, dass die Selbstentladung weiterwirkt. Die Spannung geht runter. Ab 8 Volt meldet sich das BMS ab. Das heißt, ich kann die Batterie nicht mehr laden. Die Selbstentladung läuft weiter bis auf 5 Volt runter. Ich hatte schon Batterien, die sind nach dem Winter angekommen mit 1 Volt. Wenn ihr dann ein Ladegerät hier anhängt, ich spreche von unseren Batterien, lädt diese nicht. Ihr müsst ein Labornetzgerät nehmen oder ein Schwebeladegerät, zum Beispiel so ein Teil hier, und die Batterie probieren innerhalb von 7 bis 10 Tagen mit 1 Ampere hochzuladen. Wir können damit die Batterie langsam wieder hochladen, aber wenn ihr nach 10 Tagen die Batterie immer noch nicht kommt, dann ist nicht mehr gut. Um das zu verhindern, am besten nicht tief entladen, sondern Batterie alle 3 Monate mal ein Ladegerät anhängen und die Batterie hochladen. Oder wenigstens mal all diese komischen Verbraucher wie diese Fiktron-Solarregler abhängen.
Wenn die Batterie dann immer noch tot ist, ich spreche von unseren Batterien, dann können wir die Batterie öffnen. Das Zellenpaket direkt laden, dass es wieder läuft. Ob die Zellen einen Schaden nehmen, wissen wir nicht. Wir wissen, wir können sehr viele Batterien, die hier tiefentladen ankommen, aufmachen, hochladen geht. Etwa einen Tag, also am besten Batterie hinstellen, wichtig, Anschrift drauf und sich wieder mal melden. Dann können wir vielleicht die Batterie noch retten. Aber ich sag mal, etwa 80% der Batterien können wir wiederholen. Ob das Langzeitschäden hat, können wir nicht sagen. Gemäß unserem Lieferanten, wir bauen die nicht selber. Wenn es nicht zu lange, nicht zu tief entladen ist, dann kann man sie wiederholen, es entsteht auch kein Schaden. Aber ich probiere das immer am liebsten selber aus, wie mit der Solaranlage, die da läuft. Da juckeln wir seit 2 Jahren die gleiche Batterie immer runter, wieder hoch, runter, wieder hoch. Die ist permanent, jeden Abend oder wenigstens dann Morgenstunden ist sie tief entladen. Und wir laden sie wieder hoch mit der Solarzelle, wenn dann Sonne scheint. Und wenn nicht scheint, kommt trotzdem ein bisschen, aber nicht so viel. Hier verlinke ich euch diese Batterien für 480 Schweizer Franken. Wenn ihr die eingebaut haben wollt, meldet euch bei uns. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.